Forschung ohne Geld geht in den meisten Bereichen nicht. Aber das wird manchmal überbewertet. Göttingen ist jetzt nicht so eine Industrieregion mit so vielen Unternehmen, aber da, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, das sind zwei Punkte. Also einmal, dass wir Rahmenverträge der prinzipiellen Zusammenarbeit haben und natürlich dann einzelne Projekte, die von Wissenschaftlern kommen, also Public-Private Partnerships im Bereich der Pflanzenforschung zum Beispiel. Also es ist nicht nur das Geld. Das Geld ist immer gut. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass die Kooperationen mit den Unternehmen sinnvolle wissenschaftliche Projekte beinhalten, aber auch die Möglichkeit, unseren Studierenden zu ermöglichen, die Nase mal in ein Unternehmen zu stecken. Es gibt immer wieder Negativbeispiele, die gibt es aber auf beiden Seiten. Und insofern habe ich keine Berührungsängste jetzt als Präsidentin, um mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und bin einfach sicher, dass wir zusammen mit unserer Rechtsabteilung und den Wissenschaftlern immer Lösungen finden werden, die beiden Seiten gerecht werden. Aber man kann nicht so ganz aus seiner Hochschulecke kommen und sagen, jetzt müssen die alles so machen wie wir. Also das ist eben eine Kooperation, das aufeinander aufstellen, einstellen. Ich habe lange als Wissenschaftlerin gearbeitet, bis 2011, bis ich herkam, habe eine große Public-Private-Partnership gehabt mit damals, ich komme aus der Medizin, also mit Pharmaunternehmen, die waren nicht immer völlig konfliktfrei, aber die waren sehr, sehr gut. Wir konnten alle auftretenden Probleme gut lösen. Insofern habe ich nur positive Erfahrungen als Wissenschaftlerin mit den Projekten und die Medizin ist ja einer der schwierigeren Gebiete. Ich meine, man kann so viel über Grundlagenforschung und Freiheit der Forschung sinnieren, wie man will. Das Geld kommt aus der Gesellschaft und die Gesellschaft gibt das Geld in Zukunft nur weiter an die Universitäten, wenn was für sie rausspringt. Ein Weg, konkurrenzfähig zu sein als Universität, ist auch die Partnerschaft mit privaten Unternehmen, also Public-Private Partnerships, die dann die Forschung mit finanzieren. Es ist aber die Betonung auf einen Weg. Ich glaube, wir sollten vorsichtig sein, uns dann nur noch auf Partnerschaften einzulassen, weil wir eben Grundlagenforschung machen. Ich bin ja hier angetreten mit einem Wort, das nicht im Trend liegt, oder vielleicht inzwischen doch, nämlich ich wünsche mir für die Wissenschaft und auch für meine Universität Entschleunigung. Denn die Qualität von Forschung, Erkenntnisgewinn liegt auch darin, dass die Wissenschaftler Zeit zum Denken haben, Zeit, um kreative neue Konzepte, Grundlagenwissenschaft zu erarbeiten. Und dazu müssen wir den Wissenschaftlern ein bisschen mehr Zeit geben. Das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen an den Hochschulen so setzen, dass die Wissenschaftler nicht getrieben sind oder den ganzen Tag Zettel ausfüllen, sondern sich ihrer Wissenschaft widmen können und dafür Zeit haben. Neben der Lehre, die natürlich genauso wichtig ist, also Lehre und Forschung muss wieder an Zeit gewinnen.